Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter in Arcade Paradise. Wir sind dabei, unseren schäbigen Waschsalon zu einem coolen Arcade Paradise aufzupäppeln. Und müssen ein bisschen darauf achten, dass wir tatsächlich auch ein bisschen weiter in unser Unternehmen investieren und nicht nur da rumhängen und an unseren eigenen Spielautomaten spielen. Ich habe übrigens auch gerade gesehen, was mir zuvor noch nie aufgefallen ist. Ich habe offensichtlich tägliche Ziele, die ich erreichen kann. So ist das, wenn man so unaufmerksam ist. Und ich habe gerade nur kurz irgendwas gelesen mit Design von einem Automaten ändern. Ich wusste gar nicht, dass das ging. Von daher müssen wir da jetzt mal schauen, dass wir vielleicht uns auch mal an diese Ziele machen. Ich könnte mir gut vorstellen, diese Ziele sind schon auch ein wichtiger Part dieses Spiels. Und es macht schon durchaus auch Sinn, die Ziele weiter voranzubringen. Aber jetzt erstmal geht's hier. Ach so, das sind wahrscheinlich die Ziele. Sind das die Ziele, die mein Vater mir beim letzten Mal in der Mail mitgeteilt hat? Aber nee, mein Vater gibt mir ja nicht als Ziel, dass ich einen Spielautomaten verändern soll. Der weiß ja gar nichts von seinem Glück hier. Dass ich Spielautomaten hier habe in seinem Geschäft. So. Sehr gut. Also wir machen erstmal wieder die Standards, die wir machen müssen. Müll einsammeln. Und Kaugummis abziehen. Sehr gut. So, dass das schon mal erledigt ist und hier alles hübsch ist. Und dann... Ach, Kaugummi habe ich gar nicht gesehen. Den Kaugummi habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte hier den Müll einsammeln. Genau, also wir schauen mal, dass wir halt die Standards erledigen. Hallo? Ach, da war sie. Da. Oh, was sind das hier alles für komische Plastikflaschen, die hier rumliegen? So, neue Wäsche. Und da muss ich gleich erstmal suchen, wo ich diese Ziele einsehen kann. Zack, ist mein Beutel voll? Ja, mein Beutel ist schon wieder voll. Raus damit. Und dann geht's noch nach hinten. Ins Spieleparadies. Also wir haben jetzt schon über $500 allein in der Tasche. Plus ja auch noch irgendwie 200 oder sowas im Safe. Da müsste doch, das müsste doch auf jeden Fall jetzt eigentlich drin sein, einen neuen Automaten zu kaufen. Obwohl ich mich meiner Meinung nach erinnern kann, dass es einen Automaten gab, der über 1000 gekostet hat. Also da ging das dann doch, also da müsste ich dann doch mal ein bisschen länger sparen. Schauen wir mal, wie viel wir heute verdienen. Aber wir sollten wirklich ganz dringend heute einen neuen Automaten kaufen und nicht wieder in der Spielsucht versinken. So, hier liegt jetzt aber tatsächlich gar nicht mal so viel rum. Okay, dann. Ich muss jetzt mal schauen. Also, Aufgaben ist vielleicht ein guter Punkt. Ach, guck mal. Tägliche Aufgabenliste. Erlege die Geliste jeden Tag, um Pfund Sterling zu verdienen. Damit kannst du Upgrades und Tonträger vom PC kaufen. Schaut mal. Okay, nee, dann ist das wahrscheinlich erst freigeschaltet worden. Weil das hat mir ja mein Vater erst gesagt. Also, schlage 10 Gegner in Wood Girls Adventure. Nimm einige Änderungen am Design des Spielautomaten vor, erreiche eine Punktzahl von 3600 in Stack Overflow. Okay, das sollten wir machen. Also, schlage 10 Gegner in Wood Girls Adventure. 10? Das ist aber viel, ne? Aber da sehe ich mich. Na dann, let's go. Also, wir müssen 10 bei Wood Girls schlagen. An dem bin ich gar nicht vorbeigekommen. Ich wollte gar nicht gegen den spielen. Die Frage ist, wenn ich jetzt 10 nehmen soll, sollte ich vielleicht nicht lieber die einfachen nehmen? Also, weil es gibt ja auch die, hier die roten Sterne am Anfang, die sind ja viel einfacher. Das wäre ja total klug, wenn ich lieber die nehme, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, irgendjemanden zu schlagen. Und gar nicht unbedingt hier voranzukommen in den Leveln, ne? Aber die Orangen sind auf jeden Fall auch noch easy, also die schaffen wir auf jeden Fall auch. Dauert nur halt einen Tick länger. Und 10 sind ja nun auch echt nicht wenig, muss man sagen. 10 Gegner sind schon ganz schön viel. Oh, was ist denn das da? Was ist denn dieser Schokoriegel? Der Schokoriegel war ja stark. Yay! Okay. Wir könnten dann gleich mal schauen. Warte, das machen wir vielleicht sogar auch direkt mal. Beenden, bestätigen.
Wenn ich jetzt nur mal ganz kurz in meinen Aufgaben gucke. Ja, haben wir jetzt 1 von 10. Okay, gut. Gut zu wissen, dass das auf jeden Fall auch vorangeht und funktioniert. Wir dürfen aber das hier leider trotzdem nicht aus den Augen verlieren. So traurig es ist. Aber auch die Wäsche muss gemacht werden. Das finde ich allerdings ein bisschen weird, dass das Aufgaben sind, die wir ja eigentlich von unserem Vater bekommen. Und er gibt uns Aufgaben zu Spielautomaten, von denen er ja gar nicht weiß, dass wir die haben. Und es vor allem auch nicht wissen darf, dass wir die haben. Aber naja, gut. Das ist jetzt, glaube ich, nur ein sehr kleiner Aspekt hier dieses Games. Das ist bestimmt no problema. So, hier haben wir noch Müll übrigens. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber 10 sind viel. Wie lange läuft denn der noch? 9 Sekunden. Okay, den machen wir noch schnell und dann geht's direkt weiter. 10 Gegner sind gar nicht mal wenig. Also ich bin mal gespannt, ob wir alle 3 Aufgaben schaffen können oder ob wir uns dann echt so ein bisschen entscheiden müssen, was wir machen. Aber Woodgirl, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, dass ich das spielen darf. Ist ja logisch. Okay, ganz schnell rein. Zack, und dann geht's wieder an den Automaten. Ich weiß noch nicht, wie ich Designs verändern kann. Das müsste ich noch mal... Müsste ich nochmal dann gucken, wie das geht. So, ich mache jetzt mal hier wirklich die leichten. Und wir hoffen, dass die ja schnell gehen. Und trotzdem aber gelten als abgeschlossene Gegner. Zack. Schaller nur so rein hier, die Früchtchen. Yeah. So, das müsste dann Nummer 2 gemacht gewesen sein. Nehmen wir direkt ihn hier. Bei 10, wir müssen erstmal gucken. Ey, hallo. Du da hinterm Baum. Oh, der ist ja doch wieder auch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das Spiel hat mich durchschaut. Mein Plan war. ja, wir müssen hier einfach ein bisschen vorankommen. Also, schnell. Komm, hol alles raus, Sophie, was du kannst. Boah, das ist also irgendwie gerade richtig krass extra Punkte hier gebracht. Sehr gut, ich will nur ganz kurz checken, ob das zählt, auch wenn ich die schlechtere nehme. Ja, 3. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Vielleicht muss ich auch dann nochmal wiederkommen. Vielleicht habe ich noch gar keine 10 Gegner, gegen die ich kämpfen kann. Muss ich gleich mal schauen. Zack. Oh, das war sehr gut. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Es strengt mich ja fast ein bisschen an, weil die Grafik halt so schlecht ist. Irgendwie, das ist dann, finde ich, auf Dauer fast ein bisschen anstrengend, das alles zu sehen. So, beziehungsweise sich darauf so zu konzentrieren. So, wir können mal unsere ganzen Kuchenstückchen hier nutzen. Trockner ist fertig. Das war's noch nicht? Oh, ich hätte gedacht, das war's. Let's go, der war's. Sehr gut. Okay. Bleib stehen. Machen wir den noch und dann gehen wir wieder an die Wäsche. Dass wir das hier alles ein bisschen nacheinander abarbeiten. Ja, weil es ist nämlich das nächste wieder fertig. Auch wenn ich eh eine schlechte Wertung jetzt schon wahrscheinlich dafür kriege. Da muss man so schnell sein mit der Wäsche. Da müsste man es echt so machen, wie ich ganz am Anfang. Keine Züge? Wo sehe ich denn, wie viele Züge ich habe? Ach da! Nee, hä? Die Zeit sehe ich nur. Wo sehe ich denn, wie viele Züge ich habe? Ha! Oh. Das ist eine gute Frage. Let's go, das war gut. Oder keine Zeit? Ja, stand ja wirklich keine Züge. Let's go.
Ich glaube, jetzt haben wir 5, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, müssten wir jetzt, glaube ich, 5 haben. Aber jetzt erstmal wieder nach vorne. Boah, das ist aber schon auf jeden Fall. Also 10 ist echt viel. Das sind ganz schön Hardcore-Aufgaben hier auf jeden Fall. Was das Spiel hier von uns verlangt, Mensch. Hier schließlich ein Ein-Mann-Betrieb und dann soll ich hier auch noch Weltrekorde in Spielen aufstellen, sag mal. Ich muss ja gestehen, ich habe, glaube ich, so wenn ich mich richtig entsinne, habe ich noch nie in meinem Leben an so einem Spielautomaten gespielt. Das ist einfach irgendwie nicht mehr so ganz meine Generation, muss man tatsächlich sagen, ne? Heutzutage hat halt jeder zu Hause seinen PC stehen oder so, woran er spielt, aber keiner hat eigentlich mehr so Spielautomaten irgendwo groß. Also jetzt, ne, außer natürlich so Glücksspielautomaten, aber davon distanzieren wir uns selbstverständlich. So, weil dann geht's. Ich habe schon wieder ein bisschen das Gefühl dafür verloren, wie spät es ist. Ach, jetzt sind die aber auch wieder da. Guck mal, das ist echt gut, weil das heißt, wir können die einfach immer wieder, immer wenn wir den Automaten neu starten, dann sind diese einfachen wieder da. Das ist halt echt richtig gut. Let's go, das ging sehr schnell. Danke, mein Bester. Danke, mein Bester. Zack, dann nehmen wir dich. Weil wir kriegen, glaube ich, nur 15 Dollar, wenn wir das abschließen. Also das ist jetzt auch gar nicht mal so viel, ne? Also da verdiene ich ja mit, da verdiene ich deutlich mehr, wenn ich einfach die Wäsche regelmäßig wasche, ne? Aber nun gut, das macht halt mehr Spaß hier, ne? Da sagen wir nicht nein. So. Oh yeah, das war gut. Let's go. Der ging schnell. Perfekt. Dann haben wir die. Wir sammeln halt dadurch jetzt gerade übertrieben viele Sterne, die wir eigentlich gar nicht brauchen, ne? Ich habe jetzt voll viele orange und rote Sterne, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, glaube ich. Aber naja, was soll's. So, das ist jetzt hier schon ein bisschen. Jetzt schon echt mehr los, muss man sagen. Oh Gott. Das ist wirklich schwieriger hier. Ich habe nicht so viel Zeit. Ach so, mir geht gerade ein Licht auf. Warum da vorhin stand keine Züge? Keine Züge war nicht im Hinblick auf, ich hab nur eine bestimmte Anzahl an Zügen zur Verfügung, sondern im Hinblick auf, ich konnte, also es war kein Zug mehr möglich. Es gab keinen möglichen Zug. Das war damit gemeint. Okay, mir geht gerade ein Licht auf. Wahrscheinlich haben mir das auch schon mehrere von euch seitdem jetzt in die Kommentare geschrieben, aber naja, ich hab's verstanden. So, eine Minute. Oh, eine Minute noch und wir sind gar nicht mal so gut. Bisschen reinhasseln hier gerade. Das war sehr gut. Komm. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Wow! Yes! Let's go. Sehr gut! We got a star! Wie viele haben wir jetzt schon? 8. Also, wir müssen noch 2 schlagen. Wir gehen aber jetzt erstmal fix wieder nach vorne, machen hier die Wäsche wieder. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist das doch, ne? 15 Dollar ist halt echt nichts, ne? Also wirklich, ich krieg halt für jede Wäsche, die ich jetzt nicht mit dem Schlechtesten abschließe, kriege ich halt mehr. Also ja, die habe ich jetzt halt auf Rang C abgeschlossen, deswegen kriege ich dafür logischerweise auch nur so wenig. Aber normalerweise die Wäsche da lukrativer. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, bringt mir das irgendwie noch was anderes, dass ich diese täglichen Aufgaben abschließe? Oder ist das einfach nur so ein bisschen dazu da, damit ich sozusagen halt immer ein bisschen was Neues zu tun habe? Das kann natürlich auch sein, ne?
dass das Spiel mir anhand dessen einfach so ein bisschen neue Möglichkeiten geben möchte, was für verschiedene Sachen ich machen kann. So, rein damit. Und rein damit. Sehr gut. Weiter geht's. So, die zwei letzten. Ich glaube fast, ich gehe jetzt mal nach hinten. Wenn ich jetzt nicht Auto aus Versehen, ja, so wie mit dem, jetzt hier ein Spiel starte. Aber sonst würde ich einfach mal nach hinten gehen. Ich will dann auch mal wieder was Spiel, was mich hier in dem Spiel tatsächlich voranbringt. Weil ich glaube, jetzt das abzuschließen ist jetzt kein großes Problem. Das machen wir, das machen wir. Zack, boom. Fertig, guck mal, easy. Okay. So, lass mich vorbei. Hier geht's hoch. Komm ich an ihm vorbei, ja. So, was macht denn die Fledermaus? Ah, die Fledermaus ist auch ein Gegner. Die Frage ist, was kriege ich von der Fledermaus? Oh, das Feld ist viel größer. Weil sonst waren die ja immer in der Farbe, was ich dann auch kriege. Was kriege ich von der Fledermaus? Wir werden es gleich sehen, weil wir schlagen sie natürlich. Ist ja logisch. Das ist spaßig, weil hier ist halt keine Hindernisse. Hier geht voll viel von selber dann auch immer. Aktiviert sich. Wow! Ausgezeichnet! Boah, wir haben dafür auch jetzt noch 2 Minuten Zeit. Wir haben ja crazy viel Zeit. Aber wir müssen auch verhältnismäßig echt viele Punkte sammeln. So, was geht noch? So. Es ist halt... Also wenn ich jetzt nur gegen solche Gegner spielen müsste, das wäre dann schon krass, einen ganzen Tag und dann 10 Gegner zu schlagen. Wäre dann schon schwierig, zeitlich gesehen. Komm schon, gib mir die Punkte. Gib mir die 15 Dollar Belohnung. Geschäft schließt. Oh, okay, wir müssen jetzt echt gucken. Krass, wir haben nur eine... Also wenn wir den jetzt gleich abgeschlossen haben, haben wir nur eine einzige von den Tagesaufgaben geschafft. Das ist ja krass, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ey. Uiuiui. Ja, ist jetzt die Frage, was ist da... So, was kriegen wir? Freut mich, dass es dir schmeckt. Ach, von der kriegen wir... Ist der grün? Soll das grün sein? So, also, Aufgaben. Yes, eine haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Beenden, bestätigen. Weil jetzt dürfen wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Wir machen das hier fix schnell fertig. Fix schnell. Fix schnell fertig. Kriegen halt immer nur 5 Dollar hier die ganze Zeit für die Sachen. Bin traurig. Aber wir haben jetzt auch den ganzen Tag nicht einmal Geld eingesammelt. Und daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir ziemlich viel Geld eigentlich in den Automaten drin haben müssten. Und dann geben wir das gleich noch aus, das Geld, für irgendwas Neues, Tolles. So... Das noch. Okay. Zack. Dann Geld einsammeln. Wir haben den 32. Wir haben den ganzen Tag und ja auch gestern den halben Tag nicht mehr einsammeln können, weil wir ja auch gestern vergessen haben, den Rest einzusammeln. 28. 37. 80! Also Strike Overflow ist ja der absolute Überkracher. 80 Dollar hat es mir gebracht. Krass.
So, wir zahlen ein. Zack. Prinzimmer 871. Holy moly, das war viel. Also wir haben jetzt 1092 auf dem Konto. Ich würde ganz gerne eigentlich bei Arcade Mania aber was Neues kaufen. Wir hätten jetzt noch Zomba 2 und UFO Assault. Ich bin der Meinung, Zomba 2 war eigentlich dieses, das, was so gut war. Bin ich der Meinung, aber ich weiß es nicht genau. Wir können uns aber Zomba leider noch nicht leisten. Es kostet 1135. Das ist natürlich schade. Wollen wir denn, was ist eigentlich Spielhallenimporte? Also Moment, Upgrades ist ja das hier alles. Aber ob mir das halt was bringt? Ist so die Frage, bringt mir das was? Bin ich vielleicht mit den Turnschuhen schneller? Bewege ich mich vielleicht schneller? Eine gute Frage, aber ich weiß gar nicht, wofür ich mir das alles holen soll. Hole ich mir jetzt einen Assistent? Für $420? Aber kostet der mich dann jeden Tag was? Ich mache das jetzt einfach mal. Hier, also, buy now only, Assistent des Assistenten der Geschäftsführung, Preis 420, deliver me immediate, no returns. Hey, du solltest mich echt für die Arbeit in deiner Spielhalle einstellen, ich liebe Spiele, ich mache alles, auch wenn ich nur Bargeld aus den Geldbehältern einsammle und in den Safe lege, damit du das nicht machen musst, ich werde so gut sein, Mann. Oh, ich werde so gut sein, Mann. Du wirst nicht einmal merken, dass ich da bin. Okay, das ist aber cool, weil dann sammelt er uns für uns das Geld ein. Ist echt nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Wie kaufe ich den? This listing is still eligible for purchase. Ach hier, Bestellung bitte bestätigen. Assistent des Assistenten der Geschäftsführung. Bestätigen. Klick ich nicht richtig? Treffe ich nicht? Und zwar. So, Moment, das ist eine andere Währung, ne? Das ist ja eine andere Währung. Ich habe ja Dollar. Oh, okay. Ich bin dämlich. Wir haben 15 Sterling. Ich bin so dämlich. Okay. Was ist Spielhallenimporte? Bald erhältlich. Okay, wir können also auch Sachen. Hä, die kosten nur 100? Bald erhält, die kosten nur $100. Das ist ja richtig krass. Ja gut, dann kaufe ich heute gar nicht, so traurig das ist. Aber dann warten wir jetzt darauf, bis wir das Teurere da holen können. Was mich jetzt noch interessiert hätte, Spielhallenmanagement, Blockchain, Automateneinstellungen. Die Frage ist, wie kann ich denn, Moment, was bringt mir so viel Geld? Stack Overflow bringt mir so viel Geld. Also machen wir hier doch Preis pro Spiel auf 1,50 einfach. Machen wir ein bisschen nach oben. Das ist doch dann bestimmt gut. Aber ich bin mir halt nicht sicher, reicht das jetzt schon, als dass ich das verändert habe? Aufgaben? Nee. Nimm einige Änderungen am Design des Spielautomaten. Wie ändere ich denn das Design vom Spielautomaten? Das weiß ich nicht. Tja. Upgrades? Spiele das Spiel weiter, um diese Funktion freizuschalten. Okay, das kann ich noch nicht. Option. Ich glaube, das ist mein Spiel einfach, ne? Okay, Ja, dann, weiß ich nicht so recht. Bestätigen. Ja, dann, ich weiß nicht, wie ich das Design ändere. Vielleicht in dieser, wie war denn nochmal diese Ansicht? Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie ich in diese Ansicht. Ich vergesse jedes Mal, wie ich in diese verschiedenen Ansichten ankomme, wie zum Beispiel, wo ich die Stelle. Aber da konnte ich ja eigentlich auch nur die Stelle auswählen, wo ein Automat steht und nicht, wie er aussieht, bin ich der Meinung. Ah. Ja, we will see, ob das noch deutlicher wird. Ich habe hier noch Müll gefunden. Ja, ich vergessen offensichtlich. Na gut, okay. So bin ich da hingekommen. Mensch, ist ja interessant. Spielhalle. Ja, das ist jetzt schon unsere Spielhalle mittlerweile.
Ich könnte den jetzt switchen, aber braucht. Aufgabe abgeschlossen? Nee. Nee. Nimm einige Änderungen am Design des Spielautomaten vor. Ich habe den Spielautomaten genommen und ihn an der gleichen Stelle neu platziert, wo er schon stand. Und das hat mir jetzt meine Aufgabe abgeschlossen. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Es ist 0.49 Uhr. Schaffe ich es jetzt noch, Stack Overflow nochmal zu spielen? Da war ich ja so schlecht drin, ne? Shit. Muss, glaube ich, 3000 irgendwas muss ich erreichen in der Punktzahl. Ich habe gerade mal 400 bekommen. Was? 3600 soll ich schaffen? 400 bekommen. Schon 2 Uhr. Okay. You deserve a pay rise. Yay. So, jetzt haben wir 800. Ey, wie viele Level soll ich da bitte schaffen? Das ist ja nicht normal. So weit war ich noch nie. So gut lief es noch nie in dem Spiel. Ich habe noch nie das dritte Level geschafft. Okay. You did a superb job. Oh, 1300. Nee, ich muss 3600 schaffen. Ne? Ich dachte gerade kurz, ich muss 1600, ich muss 3600 schaffen. So. Ach du Heilige, jetzt geht's ja los. Und das ist jetzt schon, wo ich mir denke, wie? Vor allem, ich habe nur noch 28 Sekunden. Okay, ich schaff's aber. Man kriegt, glaube ich, sobald man den Stab erledigt hat, kriegt man extra Zeit. Ey, hoffentlich werde ich jetzt nicht nur irgendwann ohnmächtig, ne? Wenn ich hier gerade mitten in meinem Run des Lebens bin. Okay. 1756. Oh nein, wie lange muss ich denn hier spielen? Ach du Heilige. Kannst dich wieder zurücklegen. Jetzt habe ich verkackt. Ach, ich habe vorhin noch ein freies. Das habe ich nicht gesehen, shit. Ah! Ey, was? 3600? Was sind denn das hier für Herausforderungen? Das ist ja unnormal. Also, das ist ja, wie soll man das denn schaffen? Scheiße! War doch 3600, ne?
3600. Boah. Das ist echt krass. Okay, wir gehen nach Hause. Na gut, aber 2 von 3 Aufgaben haben wir erledigt. Damit bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Also es hätte echt deutlich schlechter laufen können. Wir haben fast das Geld, fast für unseren neuen Automaten zusammen. Den können wir uns am nächsten Tag jetzt auf jeden Fall kaufen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch ein bisschen vorankommen mit ein paar mehr Aufgaben, die wir abgeschlossen kriegen, ey. Auf jeden Fall wäre dieser Mitarbeiter da ganz schön cool. Aber da brauchen wir Aufgaben, die nicht heißen, kriegt 3600 Punkte. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Das kriege ich einfach nicht hin, das stresst mich zu sehr. Okay, also, wir haben aber 182 Euro mit der Spielhalle eingenommen, 79 nur mit dem Waschsalon, das ist halt echt schlecht mittlerweile. Und ich weiß übrigens nicht, was diese Wartungseinnahmen sind. Keine Ahnung, wo diese 130 Dollar herkommen, I don't know. Erledigte Ziele 2 von 3. Ja, ich glaube, Preis, also vom Umsatz her war es jetzt ein okayer Tag eigentlich. Aber zumindest vom Spielspaß und vom Spielverständnis, vor allem auch, dass es diese Aufgaben gibt, war es doch ein sehr erfolgreicher und guter Tag.